So, da sind wir wieder. Und natürlich machen wir auch wieder ratzfatz weiter. Denn ich musste leider pausieren, weil ich die Musik kaum noch ertragen konnte. Meint ihr, das irgendwas, was wir hier haben, was bringt im Zusammenhang mit diesen schwebenden Sachen? Das wäre natürlich lustig, wenn man die da reinwerfen kann. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Ja, kann man nicht zusammen benutzen. Mann, 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 nur am Meckern, die Leute. So, gehen wir geil, gehen wir weiter. Ich. Das ist ein völlig unbrauchbares Ding. Los, los, los. Los, los, los. Auf. So. Wo ist denn jetzt dieser Froschfelsen? Hä? Hat der nicht gesagt, es gibt so einen Froschfelsen? Was ist das da? Achso. Ich habe diesen Froschfelsen aber ja noch gar nicht gefunden, den ich finden soll. Hier einfach nochmal um. Da waren wir schon. Ah, hier hat gerade jemand einen guten Tipp gegeben, glaube ich. Das ist Max. Es ist ein herrliches Bratz das Viehspiel. Es ist eines dieser Kirmesspiele, die man unmöglich gewinnen kann und die einen finanziell ruinieren. Ich liebe den Kapitalismus. Es ist kaputt. Ich glaube kaum, dass mein Kopf künstlich über seine sowieso schon grotesken Proportionen hinaus verzerrt werden muss. Hm. Es ist eine kleine Taschenlampe mit einer Schwarzlichtbirne. Oh Gott, ey, Kindergarten. Schön, dass es die gewohnten Trolle gibt. Ne? Erst einmal eine Sekunde nicht wissen, was gerade los ist, sofort drauf losmotzen. Es ist nicht sofort losgegangen. Ha! Haha. Zack. So, danke für den Tipp. Rumgekrebse, ey. Einmal wohin gefahren, gleich wird rumgejault. Kindergarten. So, jetzt hauen wir wieder ab. Und wo ich damit hin muss, das kann ich mir schon selber denken. Denn so langsam kommt die Erinnerung vom letzten Mal wieder. Ist echt schwierig, ne? Wenn man sowas immer unterbricht, fallen einem oft Sachen nicht mehr ein. Also ich hatte nämlich gar nicht mehr daran gedacht, dass es das ja noch gibt, da oben, das Teil. Zahn zu, Max. Das war ja auch noch kaputt. Das muss ich ja reparieren. Aber wie denn? Aber wie denn? Mal angucken erstmal. Diese Kabel sind irgendwie mit dem Motor des Restaurants verbunden. Das ist ein völlig unbrauchbares Ding.
Weiß ja nie, probieren wir das doch einfach mal. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Okay, ich habe die Vergrößerungslinse vor dem Fernglas befestigt. Das Ding ist, jetzt müsste es natürlich eigentlich anhalten, damit ich mal gucken könnte. Was hat er noch gesagt? Der Froschfelsen sei zwischen den beiden, sagt, das war wahrscheinlich der Froschfelsen da gerade, ne? Das Ding, es bringt natürlich alles nichts, wenn es nicht anhält, ne? Hey, wie bricht das wieder ab? Mist, das Restaurant bewegt sich einfach zu schnell, als dass ich den Froschfelsen erkennen könnte. Was könnte ich denn verbinden damit? Okay, scheint eine mega gute Idee gewesen zu sein. Jetzt kann ich Richtung und Geschwindigkeit des Restaurants mit diesem Fernglas steuern. Das ist das Bekloppteste, was ich je in meinem Leben gehört habe. Oder auch nicht. Steuere ich denn jetzt? Hör, wie steuere ich denn? So, das, wie ist das jetzt meine. Hör, so kann ich die Farbe ausmachen? Was ist das für ein Quatsch? Ja, aber wie halte ich denn jetzt an? Hä? Ich raff's nicht. Wie soll ich denn das jetzt steuern? Ich halte besser das Restaurant an, wenn ich mich am richtigen Ort wähne. Ach so, es geht nur dann, wenn ich am richtigen Ort bin. Ja, war's nicht? Nee. Wie halte ich's denn an? So, haha. Ich klicke jetzt einfach wild drauf los, klicke die ganze Zeit. Irgendwie raff ich gerade nicht, wie ich anhalten soll, ob ich hier irgendwo draufklicken muss. Hebel, 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 hier ist kein Hebel. Ach so, okay. Mal erstmal wieder hier weg. Ich halte besser das Restaurant an, wenn ich mich am richtigen Ort wähne. Ich bin mal ganz ehrlich, ich weiß gerade nicht, welchen Hebel ich suche. Könnte mir das helfen? Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. So. Ja, unter der Linse. Da war aber wirklich nichts unter der Linse. Also zumindest hat es nicht funktioniert. Ich kann eigentlich. Bis jetzt muss ich alles immer klicken. Und da kann ich nicht hinklicken. Ah, mit Rechtsklick. Jetzt geht's. Alles klar. Dankeschön. Ein Felsen. Ein Felsen. Nun, dies ist das Plateau des ewigen sauren Regens. Okay. Ein Felsen. Und er liegt zwischen den beiden Dingern, die Shavul erwähnte. Das muss der Froschfelsen sein. So, easy. Dankeschön. Haben wir natürlich ganz problemlos gelöst. Kein Problem. Ich glaube, ich sehe den Froschfelsen. Ja, es war natürlich der Hebel. Ja, ich habe ja keinen Hebel gesehen. Ich habe da unten diesen Mopsi gesehen und dachte, das muss ich wahrscheinlich pupsen, das Mopsi. Aber es wollte einfach nicht so flutschen, wie ich das gerne gelotscht hätte. Ich muss den Fahrstuhl benutzen. Ja.
Ist immer lustig, wenn es dann so 30 Sekunden später ankommt im Chat. Eigentlich ist die Verzögerung echt blöd, ne? Das ist total nervig. Es wäre viel cooler, wenn es echt Echtzeit wäre. Können wir aber nichts für. Fahren wir doch mal hin zu dem Felsen. Dudes. Frog Rock. So. Hier die Haare. Draufmopsen. Das ist unheimlich, Sam. Noch mehr Yeti-Haare. Das ist unheimlich, Sam. Das ist unheimlich, Sam. So, jetzt noch den Zauberstaubel drauf. Nun? Abwarten. Machen wir. Oh. Oh, wie mystisch. Hier wird es aber schnell dunkel. Ich glaube nicht, dass dies eine natürliche Ursache hat, Max. Vielmehr glaube ich, dass wir Zeugen irgendeines himmlischen Ereignisses sind. Glaubst du, dadurch wird der Felsen einem Frosch ähnlicher? Oh. Das bedeutet etwas, Sam. Ich glaube auch. So. Ich denke, wir müssen vielleicht, aber nur vielleicht, müssen wir nach Bumpersville. Mann, Mann, wie wir hier vorankommen, kannst gar nichts von sagen. Hoffentlich spielen wir das nicht einfach zu schnell durch. Nun, dies ist Conroy's Will. Wenn ich jemals so reich und berühmt werde, möchte ich, dass du mich erschießt, Sam. Es wird mir eine Freude sein. Was da wohl drin ist? Ein Wunschbrunnen. Ich wünschte, ich hätte die absolute Macht über Leben und Tod. Dazu bräuchten wir wohl einen größeren Brunnen. Wir haben einen Brunnen? Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Ja, nicht. Ich glaube, da muss man Geld reinwerfen. Achso, das kriegen wir auch hin. Ich wünschte, dieses Spiel wäre schon zu Ende. Stopp! Komm zurück. Dieser Brunnen nimmt wohl alles sehr wörtlich. Lustig. Oh. Mensch, hey Max, sieh dir das mal an. Also ganz so groß ist der vielleicht nicht. Ich selbst und wieder ich. Hey, du hast lesen gelernt. Howdy, Partners. Ich bin Conroy Bumpus. Willkommen in Bumpusville. Schaut euch nur überall in der Villa um, aber um Piets Willen fasst ja nichts an. Howdy, Partners. Ich bin Conroy Bumpus. Ich wüsste nicht, wo ich anfangen sollte. Bleib hier. Er ist nicht mein Typ. Er ist nicht mein Typ. Ich kenne jemanden, der macht das Ding bestimmt kaputt. Ich glaube nicht, dass er das möchte. Mist. Was macht das Ding? Ich will diesen Roboter haben oder kaputt machen oder sonst was. Hm.
warum nicht, ne? Ruby! Ruby! Wo ist der hin? Da. Diese Dinge, ich glaube nicht, dass er das möchte. Na gut, dann kannst du mich mal angewaltig hier rein. Ui, ist das ein Bett? Wow, es ist das Monster-Truck-Wochenende. Wie immer sonntags. Sonntags! Sonntags. Okay, ich habe mich jetzt von dem Schock erholt. Ich nicht, aber ich bin sicher, dass meine kindliche Naivität das überstehen wird. So, ich schnapp mir einfach mal die Perücke da, die kann man nämlich bestimmt klauen. Was im Namen Jethro Clampett geht hier vor? Hey! Das tut weh! Lass mich los! Und bleib draußen! Oh. Ich glaube, das war nicht gerade der beste Versuch, das Toupet zu erlangen, Sam. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Schade, ich dachte, ich könnte wenigstens einen Truck kaputt machen. Ich frage mich, ob Conroy Mitglied im Gotham Club ist. Ach komm, wir gehen einfach wieder rein. Okay, es gibt eine Alarmanlage offensichtlich. Ich will Ihnen jetzt mal das Bett angucken. Was soll das? Ich möchte mich nicht überdehnen. Hm. Das geht doch bestimmt. Komm. Was machst du da? Lehn dich zurück und lass dich faszinieren. Fährt er wieder runter? Ich wollte noch versuchen, das Kissen zu klauen. Ups. Alles gefunden, was du wissen wolltest? Hä? Ich hoffe. Ich habe mich in dem Kapitel Fehlerbeseitigungen nicht mehr konzentrieren können. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Jetzt, wo ich den dicken Wälzer Intus habe, kann ich mit dem Roboter machen, was ich will. Ich bin beeindruckt. Das war noch gar nichts. Schau dir das an. Helft mir, Sam und Max. Ihr seid meine einzige Hoffnung. Wie großartig. Du nur Flausen im Kopf hast. Entschuldigung. Das hier könnte nützlicher sein. Putzt er in den Räumen auch, oder was? Und warum sollte ich ihn manche Räume wegnehmen? Das finden wir bestimmt gleich noch raus, was da der tiefere Sinn ist. Ich mache jetzt erstmal einfach alle rein und dann gucken wir mal. Sieht nicht so aus, als ob der süße kleine Roboter seinen neuen Anweisungen folgen möchte, Sam. Ich werde ihm eine süße kleine Chance geben. Da geht er hin. Ich platze fast vor Neugier. Ich wusste doch, dass ich etwas gerochen habe. Was zum... Ah. Wie pavlovianisch. Das musst du gerade sagen. Wenn ich jetzt schnell die Perücke klaue... Wobei, nee, da war ja ein Zimmer, wo er rauskam. Da können wir jetzt bestimmt schnell hingehen. Jetzt die Perücke klaue, kommt er bestimmt einfach nur wieder. Schnell. Einfach gucken, was man alles klauen kann. Hm? Das ist Virtual Reality. Ich glaube, mir wird schlecht.
Gott, das Spiel ist so großartig. Wieso hat der Drache auch ein Schwert? Und? Ich habe die Prinzessin nicht gerettet. Was tut ihr zwei hier drin? Ach nö. Verschwinden. Ich muss dann in dem Spiel bestimmt irgendwas gewinnen. So was Blödes. Jetzt muss ich jetzt wieder den kleinen Roboter suchen. Wenn der Typ da wieder rausgeht. Gehen wir erstmal in die anderen Räume. Es ist ein Porträt von John Muir. Wer zum Teufel ist John Muir? Wer John Muir ist? Hey Jungs, dieser Wicht weiß nicht, wer John Muir ist. Das ist nicht dein Ernst! Was für ein Hinterwäldler! Was für ein Einfallspinsel! Sam, die toten Tierköpfe sprechen zu mir! Wo? Die dort oben! Nun? Aber... Du solltest wirklich keine Scherze über tote Tiere machen, Max. Aber... Ach komm schon, lass mich. Ich bewundere gerade dieses Porträt von John Muir. Aber wer ist John Muir? Willst du das wirklich wissen? Wenn ihr aufhört zu sprechen, ja. Okay, stimmt ein, Jungs. Es gab mal einen Mann, der nannte sich John Muir. Naturforscher war er, von allen geliebt. Er lebte in Wald und Flur. Er schützte die Bestien, ob groß oder klein. Er packte fest zu, war sich selbst nie zu fein. Seine Liebe zu Tieren im Allgemeinen. War unumstritten und pur. Es kommt wirklich ein Highlight nach dem anderen hier. Nee, nicht Max, ich will die Gitarre klauen. Das kann ich nicht aufheben. Okay, ich rede noch mit denen. Ich kann nicht mit denen reden. Mit dem Roboter kann ich reden. Okay. Ja. Ich hasse Varieté-Vorstellungen. Say, son, there ain't nothing as exciting as exposing beasts to inhumanity. That's why I'm happy to be king of the creatures. I'm proud to be the lord of the odd. I love collecting things with grotesque features. It makes me feel like some Chaldean god. Fresh dance moves auf jeden Fall, der Typ. Oh, I trapped my first tiger before I could speak. Killed me a bear when I was free. And now with this Bigfoot and giraffe neck freak, I finally have a full menagerie. Hit it, boys! Also ich komme gerade nicht so richtig auf klar, wie in jedem dieser Räume ein Highlight wartet. So. Danke, danke. Ich muss die beiden noch retten. Nein! Na gut. Können auch jetzt Werbung machen, oder?
Okay, dann machen wir jetzt Werbung. Danach versuche ich, diese Alarmanlage hier auszuklinken. Denn da sind ja die beiden, die ich befragen bzw. retten will. Und da steht noch ein Schuh. Also, bis gleich.